Aber eigentlich müssten wir uns das angucken, weil wir jetzt den gesamten Werdegang nachvollzogen haben von diesen letzten drei Videos von Ihnen. Wir gucken uns das jetzt einfach an, weil das jetzt einfach, das gibt uns jetzt auch nochmal die völlige Sicherheit, dass ich vielleicht gar nicht so falsch lag oder vielleicht lag ich komplett falsch und wir haben ihn alle zu Unrecht. Wir haben ihn, vielleicht haben wir ihn auch alle zu Unrecht verurteilt und er war wirklich der übelst schlaue gewesen, der uns alle auseinandergenommen hat. Wer weiß das? Keine Ahnung. Also wir reagieren jetzt auf Christian Säumecke, ApoRed und der Insi-Modus. Keine Ahnung, was das ist. Hat ja auf YouTube Steuerstraftaten gestanden, wovon wir ja ausgehen, dass er das gemacht hat. Vorgestern habe ich über Instagram die nachfolgenden Message bekommen, die ich erst gar nicht verstanden habe. Hallo lieber Herr Säumecke, haben Sie vielleicht schon das neue Video von ApoRed gesehen? Er hat den Insi-Modus aktiviert. Könnten Sie vielleicht dazu ein fachliches Video machen, wie es rechtlich aussieht mit dem Insi-Modus? Ich glaube, der ist privat so ein... Ich glaube, das ist so ein richtig, das ist so ein richtig, richtig krasser, mit dem du voll viel Spaß haben kannst. Also der ist einerseits so übelst professionell, aber ich glaube, das ist auch so ein richtiger Lebemensch. Ich kann mir das richtig vorstellen. Das sieht man ihn irgendwie an, weil der auch, weil der sich halt mit so Themen auseinandersetzt, womit sich halt so eher jüngere Leute, so coolere Leute auseinandersetzen. Was heißt coolere? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, dass er nicht einfach nur Anwalt ist, sondern ich glaube, der ist menschlich auch einfach übel cool. Danke, liebe Grüße. Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, das ist Simon Unge gewesen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ApoRed den Insi-Modus aktiviert hat. Das hörte sich fast wie eine Verarschung an, dass ich dachte, was will der Simon? Ist der be***t? Ah, nee, der nimmt doch keine, oder? Und dann kam kurze Zeit später über Twitter eine Nachricht reingerauscht von Tim Jacken. Der hat mir eine private Nachricht geschickt und der hat gesagt, ich habe eine ganz andere Frage, wir hatten uns vorher unterhalten, gibt ApoRed in diesem Video hier eigentlich gerade Steuerbetrug zu? Mich würde da deine Einschätzung sehr interessieren. Sollte das wahr sein, was ApoRed da sagt? Liebe Grüße. Aber guck mal, Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der so gedacht hat. Ich bin ja fernab von allen anderen Meinungen, bin ich ja so in die Sache gegangen. Und das macht mich auch ein bisschen froh, dass ich da nicht ganz alleine war mit dem Denken. TJ, und da dachte ich mir, okay, wenn Tim und Simon mich darauf aufmerksam machen, dass ApoRed da irgendwas rausgehauen hat, was nach Steuerbetrug oder Insolvenzbetrug klingt, dann bin ich zur Stelle und schaue mir das näher an. Und mein Social-Media-Team sagte, Christian, du musst was zu ApoRed machen. Die fragen alle danach, ob das wirklich geht, was der da als Trick vorgeschlagen hat. Und ApoReds Trick, den habe ich mir angeschaut. Geschaut und werde ihn hier, aber so, ich bin so gespannt. Leuchten, also bleib dran. Der wird den so hops nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da einfach irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da einfach so Systeme hops nimmt. Das traue ich dem nicht zu. Es ist ruhiger geworden um den lieben ApoRed, nachdem er sehr viel Aufmerksamkeit durch seinen Prank bekommen hat, der ihm dann auch 15 Tage Gefängnis eingebracht hat, nachdem er nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen ist. Doch, das erinnert. Warum haben er und du dieselbe Frisur und du es ist gar nicht lustig, aber irgendwie... Öffentlichkeit bleibt dafür, sorgt auf jeden Fall YouTuber Mini, denn der hat sich schon länger mit ApoRed immer mal wieder bekriegt und gezofft, unter anderem, weil er ApoRed irgendwelche Übergriffe gegenüber Frauen vorgeworfen hat und ApoRed auch immer wieder darüber informiert, aber das, was sich Mimi jetzt zu berichten hat, das sprengt nochmal einiges und könnte ApoRed auch ziemlich strafrechtlichen Ärger einheimsen. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tom, ich back. Bin Vielen Christian Dank. Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Säumecke. Und wenn ihr Bock auf einmal sagt, ey, Apo hat auf Trocken am Start alle mies ge... und ge... Alter. Gehabt, dann von Deutschland schön die Schulden abzahlen lassen und in der Türkei ist er Millionär. Das wäre krank, wenn er das jetzt sagen würde, aber das wird nicht rauskommen. Empfehle ich euch, bis zum Ende dran zu bleiben, denn da geht es auch um eine kleine Lesung als Leckerli hinten dran aus meinem neuen Buch Der Taschenanwalt. Ich kann mir richtig vorstellen, Alter, wenn du echt mit irgendwen Stress hast. Warte mal, hier auf Seite 23. Nee, also laut Paragraph 27 des Strafgesetzbuches sind sie nicht befugt dazu, von mir jetzt nach der Bewirtung meiner Speisen Geld von mir zu verlangen. Oh, ey Junge, ey, ich schwöre, er ist der Einzige, bei dem man immer krasse Standbilder hat. Gestern ist das Buch in dem Verkauf gestartet und direkt eingestiegen, Platz 4. Der hat halt immer geile Standbilder, keine Ahnung wie, der hat irgendwie Mimik studiert. Du kannst, ich mach die Augen zu und immer wenn ich Pause bei ihm mache, kommt immer ein geiles Bild bei raus, warte. Der meistverkauften Bücher bei Amazon gestern, jedenfalls. Das ist immer geil. Ich mache sogar Kopfhörer ab, dass ich nicht mehr höre, was passiert. Falls heute war es immerhin noch Platz 7. Also relativ stark, denn die haben ja... Guck, jetzt guckt er einen so mahnt an, so mäßig. Muss das jetzt sein? ApoRed, musst du jetzt öffentlich zugeben, dass du Steuern hinterziehst? Ist das nicht ein bisschen blöd?
10 Millionen Bücher im Angebot. Da erzähle ich alles von der Geburt bis zum Tode. Ja, was hat Mimi erst einmal in den Raum gestellt? Das sind Dinge, die wiegen schon relativ schwer. Wir gucken dazu direkt mal ins Video von Mimi rein. Was wirft er ApoRed vor? Er nennt diese Videoserie meine Entschuldigung an ApoRed. Und das ist jetzt schon Teil 6, haben über 400.000 Menschen gesehen. Und Teil 6, da gucken wir uns nur mal die ersten 20 Sekunden an. Ich dachte, da gucken wir uns jetzt erstmal die ersten 20 Minuten an, auf ganz einmal. Die Mimi hier in seinem Video. Gott sei Dank rauche ich nicht, das ist keine Asche. Das Gewinnspiel, wo er 3 PlayStation 5, 2 Philips Smart TVs, 3 iPhones, 3 iPads, 2 500€ Louis Vuitton Gutscheine, 2 Nintendo Switches, einen E-Scooter, einen Yeezy Boost und 3 Süßigkeiten-Boxen verlost, alles im Wert von 10.000 Euro. Vor allem 500€ Gutschein von Louis Vuitton, da kriegst du gerade ein Parfüm dafür. Sag mal, haben die Leute überhaupt ein Bewusstsein dafür, wie teuer Louis Vuitton ist? Mittlerweile über 11 Monate her. Kein einziger Gewinner hat bis heute etwas bekommen. Selbst nachdem ich letztes Jahr darauf hingewiesen habe, dass da bis jetzt keiner was bekommen hat. Im Gegenteil. Also, ganz kurz zusammengefasst, es gibt ein Bild mit ganz, ganz vielen tollen Preisen, Louis Vuitton und was weiß ich nicht alles. Und diese Preise, das ist jetzt noch, bevor wir zu dieser Insolvenznummer kommen, der große Vorwurf, sind offenbar nie ausgezahlt worden. Wir wollen uns also mal anhören, was ApoRed dazu zu sagen hat. Ich habe euch ja gesagt, der reagiert unmittelbar auf das, was Mimi ihm da vorwirft. Schauen wir mal rein, was ApoRed dazu sagt. Daraufhin, ein Freund von mir, der Adi, meinte, ey, einer der Gewinner Kontakt mit mir aufgenommen, über Discord war das, glaube ich. Und dann meinte er, hat seinen Gewinn nicht bekommen. Ich denke so, was? Und dann habe ich gesagt, ey, wie heißt der noch auf Instagram? Dann habe ich mit denen auf Instagram geschrieben. ApoRed ist schon gefallen. Der wird nicht fallen. Der ist jetzt, da geht gar nichts mehr. Da funktioniert nichts mehr. Da hieß irgendwas mit DDR, das war einer der Gewinner. Und der meinte zu mir, ja, ich habe leider meinen Gewinn nicht bekommen. Und ich denke so, nicht, dass es ein Scam-Verein ist. Ich glaube, er war selber auch mit anderen Gewinnern connected und die haben auch ihre Gewinne nicht bekommen. Also er sagt jetzt drin, ja, tatsächlich, die haben alle ihre Gewinne nicht bekommen, sagt allerdings nicht, dass das ein Scam-Verein ist, denn er hatte sich eingelassen auf ein Unternehmen namens Level Up und dieses Unternehmen namens Level Up, das schauen wir uns hier mal an. Nicht zu verwechseln mit Level Up, das heißt Level Up Germany, die Verwechslung habe ich auch gerade erst in den Raum geworfen, dass es sich dabei um Level Up handelt, also das Level Up, was wir alle kennen, was ja auch Müll ist. Auf Instagram, ehrlicherweise Alter, Junge, das jetzt nicht. Digga, als ob er eine Kooperation mit einer Seite eingeht, die nach seinem Gewinnspiel 3000 Follower hat, Alter, Junge, also das sieht ja unseriös aus. Als ob ich eine Kooperation von so einem Typen annehmen würde. Ganz so Digga, da habe ich ja gar nicht drauf geguckt, was ist das für eine Seite? Würde ich aufs alles andere als professionell die Seite. Ja, da gibt es auch irgendwie eine verlinkte Webseite, levelup.com, kann ich mal draufklicken. Als ob! Junge, das macht ja alles noch schlimmer! Einfach nicht aufrufbar. Ich hab schon gar nicht mehr. Also, was hier mal gestartet worden ist, sieht wirklich nach Scam aus. Und man sieht jetzt hier dieses Gewinnspiel. ApoRed. Digga, der hat das selbst gemacht. Um was wetten wir? Um was wetten wir? Das kann man doch bestimmt irgendwie nachvollziehen. Locker hat ja diese Seite selbst gemacht, einfach nur, um sich durch ein Giveaway selbst zu pushen. Giveaway. Und da sieht man auch die Gewinner. Also insoweit ja alles erstmal schön. Ja, ApoRed hat seinen Namen dafür hergegeben vor 48 Wochen, dass hier wirklich die dollsten Dinger versteigert werden. Das soll allerdings nicht passiert sein. Und Level Up hat angeblich nicht geliefert. Das ist sozusagen das, was hier jetzt gesagt wird. Und da schauen wir hier mal weiter rein, was Mimi dazu sagt. Spieler nicht einlösen wird, weil er broke ist. Wenn er nicht broke ist, dann soll er das Gewinnspiel doch jetzt einlösen. Damit könnte er mich viel mehr verhöhnen. Also ihr seht also jetzt hier nochmal das Standbild. Das waren die ganzen Gewinne. Digga, wenn das alles von vornherein schon irgendwie... Ich weiß ja nicht, Mann. Ah, schwierig. Ne, echt cool, irgendwie so ein Mi E-Scooter. Hätte ich auch alles gerne. Ja, ich bin auch so ein Technik-Freak. Eine PlayStation 5, also alles, was ein riesen Flatscreen, alles, was das Herz begeht. Und die Louis Vuitton-Tasche natürlich absolut.
Ich würde als Mann niemals mit so einer Louis Vuitton-Tasche rumlaufen. Ich finde das ultra peinlich. Sorry, das ist. Also, so Louis Vuitton-Taschen sind für Frauen. Also, ich meine jetzt nicht diese Dinger, aber diese Tasche, das ist so eine Frauentasche. Und nicht Alter. Aus dem Auge zu verlieren. Also, da gab es die dollsten Sachen zu gewinnen. Jetzt ist das alles nie ausgeliefert worden. Und die Frage ist natürlich, wie geht das überhaupt? Kann man gewinnen? Die Schuhe links gehören ihm selbst, Rest Pappe. Ich mach mal, wenn ich auf meinen Keller meine ganzen Kartons holen würde, dann Real Talk, ich könnte das krasseste Giveaway auf Instagram machen. Digga, wenn ich das raushole. Anstalten, ohne dass man die Sachen dann nachher rausgibt, ja? Also, ApoRed hat ja ganz klar zugegeben, Christian, danke schön. Ich gebe das nicht raus. Im Übrigen, vielleicht Tipp von euch an euch, wer wiederum sehr freimütig was rausgibt, ist Facebook, nämlich eure Daten. Wir klagen gerade 1000 Euro für jeden von euch ein, wenn ihr von Facebook Datenleck betroffen seid. Unten in der Caption könnt ihr das checken. Also, man kann darüber nachdenken, ob die Gewinner des Gewinnspiels betrogen worden sind von ApoRed. Und dazu habe ich den Betrug hier mal aufgemacht und wir gucken gemeinsam rein in den Betrug. 263 Strafgesetzbuch. Wer in der Absicht, sich oder einem anderen Dritten einen rechtlichen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspielung falscher Tatsachen einen Irrtum erregt und wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Ja, wir wissen doch, was Vermögensschaden. Was heißt Vermögensschaden? Also ich bin der Meinung, dass man da wirklich mal ermittlungstechnisch nachvollziehen sollte, dass man dann da auch mit Instagram zusammenarbeitet, dass die mal Daten raushauen. Jetzt mal Real Talk. Ich glaube, der Account gehört einfach ihm, weil da ist ja auch nichts weiter passiert. Da ist ja nur diese ApoRed-Sache passiert. Das ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist es übertrieben auffällig. Und ich glaube, dass der einfach selbst eine Seite gemacht hat, die so wirkt, als ob das eine Dingsseite ist. Junge, das wäre der mieseste Scam. Wenn das rauskommen würde, dass er die Seite selbst gemacht hat, der man folgen soll, und 21 Accounts da drauf. Alter! Schaden, sie müssen nach dem Betrug weniger haben als vorher. Aber sie hatten vorher nichts und haben auch jetzt nichts. Sie mussten ja nichts zahlen für das Gewinnspiel. Sie hätten zwar was gewinnen können, oder es hieß ja, ja, du hast jetzt sozusagen Scooter, aber da muss man sagen, nee, Gewinnspielbetrug gegenüber den Usern eher hier nicht. Sehe ich also gerade aktuell nicht. Was allerdings sein könnte, das wissen wir nicht ganz genau, dass ApoRed tatsächlich einen Betrug begangen hat gegenüber Level Up Germany, wer auch immer Level Up Germany ist. Denn wir haben ja gerade dieses Foto gesehen, auf dem wir sehen, was ApoRed alles verschenken wollte. Und er hatte die Brocken ja offenbar. Er steht ja gerade vor den ganzen Sachen. Das heißt, es liegt ja nahe, dass er das alles verschicken musste. Und wenn er das nicht getan hat, dann muss man sagen, müsste man sich mal anschauen, was hatte er abgesprochen mit Level Up Germany, dass er es verschickt oder dass die es verschicken. Und wenn er es dann nicht verschickt hat, dann ist er sozusagen auch wegen Betruges dran. Und da muss man sagen, so ein Betrug, der ist kein Zuckerschlecken, 5 Jahre Haft kann darauf stehen. Oder wenn es gewerbsmäßig ist, wonach es hier aussieht, bis zu 10 Jahre Gefängnis. Also ja, muss man sich mal mit auseinandersetzen, wie dieses Bild zustande gekommen ist, wo ApoRed einfach vor all diesen schönen Produkten steht. Eine Sache kann ich aber sagen, also das ist schwierig, weil man den Sachverhalt kennen müsste. Man müsste wissen, was hat er exakt mit Level Up vereinbart. Was ich aber sicher sagen kann, diejenigen, die Gewinnzusage bekommen haben, die haben auch einen Anspruch auf die Gewinne. Das ist in 661a Bürgerliches Gesetzbuch geregelt. Ein Unternehmer, der gewinnt. Selbst wenn das nicht so ist, wie ich die Vermutung habe, dass er einfach dahinter steckt mit einem anderen Account oder irgendwer von seinen Leuten und das alles geplant war, dann macht man doch nicht ein Jahr später, nachdem erst Mimi wieder darauf aufmerksam gemacht hat, macht man ein Video und sagt, hey, ich glaube, wir wurden selbst gescammt. Mann, Junge, wenn du so viel Geld hast, dann holst du die Gewinne nochmal, du kaufst diese Gewinne nochmal und machst deine Zuschauer, die dir dein Leben überhaupt ermöglicht haben über die letzten 10 Jahre, machst du die gefälligst glücklich und gibst ihnen das. Digga, das sind doch keine Beträge für ihn, wenn er so reich ist, wie er selbst tut. Laberkopf, Alter. Da würde ich ja keine Sekunde drüber nachdenken. Ich bin in der Sorgfaltspflicht dafür zu sorgen, dass ich Partner suche, die keine Leute So, und wenn ich baue, dann habe ich dafür auch gerade zu stehen. Und dann habe ich die Gewinne zu ersetzen. Fertig. Ganz einfach. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Zu sagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und durch die Gestaltung dieser Zusendung den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat, hat dem Verbraucher diesen Preis zu leisten.
fertig aus Mickey Mouse. Den gibt es noch nicht so ewig, diesen Paragraphen. Der ist vor allen Dingen geschaffen worden für die ganzen Gewinnzusagen, die täglich in einem Briefkasten liegen, wo man euch das Schönste vom Schönen verspricht. Aber klar ist, hier wurde ein Gewinn verkündet und dann muss man den Gewinn entsprechend auch ausschütten. Und jetzt ist noch die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Da versucht sich ApoRed so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen und sagt, naja, ich habe es ja gar nicht verantwortlich. Das war ja hier Level Up Germany. Ja, sieht man hier oben links. Ja, diese NFT-Gewinnspiele waren genau dasselbe. Aber es juckt doch heute niemand mehr. Das ist es doch. Das ist auch das, was dann irgendwie Leute, die da versuchen, auch irgendwie gegen vorzugehen, aggressiv machen. Es juckt doch heute niemand mehr. Es juckt niemanden. Irgendwas passiert, eine Woche später juckt niemand mehr. Ist immer so. Und wird immer so bleiben. Weil die Leute ganz andere Dinge zu tun haben, als nachtragend von gegenüber irgendwelchen Menschen zu sein, die eh nicht in echt kennen. Ihr seht da hier oben Level Up Germany. Die waren doch diejenigen, die es veranstaltet haben. Ich kann aber auch sagen, sich hier komplett aus der Affäre zu ziehen und alles auf Level Up Germany zu ziehen, das wird für ApoRed einfach so nicht klappen. Denn es kommt darauf an, wer als Veranstalter sozusagen zu sehen sein wird. Und da muss man sagen, in diesem Fall klar ApoRed. Er hat das Ganze in Kooperation verlost und wie wir im Video gesehen haben, haben sich auch alle an ihn gewandt, weil sie die Gewinne haben wollten. Also für die Menschen draußen, egal wer nachher die Produkte verschicken sollten, sah es so aus, wenn ApoRed das Gewinnspiel hier entsprechend veranstaltet. Das heißt, wenn ihr jetzt den E-Scooter gewonnen habt oder eine PlayStation 5, wenn ihr sozusagen unter diesem Namen hier seid, dann können wir ja mal ApoRed entsprechend verklagen auf Herausgabe der Gewinne oder auf Schadenersatz, wenn die Gewinne nicht mehr da sind. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist nur, dass ihr den Prozess zwar gewinnen werdet gegen ApoRed, aber möglicherweise kein Geld sehen werdet, weil ApoRed möglicherweise, das sage ich euch jetzt, gar keine Knete mehr hat. Und auch das wollen wir einmal näher uns anschauen. Oh, denn Mann, es gibt ein schönes Portal. Und dieses Portal könnt ihr auch alle nachvollziehen. Das heißt Insolvenz. Mann, Digga, wie kann man so empathielos sein? Also so komplett, mich interessieren andere nicht. Alles nur für mein eigenes Wohl. Ist mir scheißegal, ob ich tausende Leute mit in die ziehe, die mir alles ermöglicht haben. Das ist ja die Sache, Mann. Die haben denen noch alles ermöglicht, so aus dieser Spirale der Gesellschaft auszutreten und ein eigenständiges, geiles Leben führen zu können. Und das ist einfach so. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Es ist einfach so. Wenn du von Streaming, von YouTube leben kannst, ja, vielleicht gibt es da auch mal anstrengende Momente, so wenn du Zuschauer oder sowas hast oder bestimmte Projekte, bestimmt, aber es ist einfach ein geiles Leben, was dir so viel mehr Möglichkeiten gibt als 90% aller anderen Berufe, mit denen du Geld verdienst. So, ich nenne das nicht Beruf, für mich ist das immer noch ein Hobby, weil immer wenn irgendwer sagt, ey, das hier ist meine Arbeit, ich finde das selbst unsympathisch, deswegen würde ich das niemals sagen, so, es ist nicht mein Beruf, aber ich kann davon leben, ich kann von meinem Hobby leben, so. So ist das ist die richtige Aussage für mich, aber ich finde das einfach schrecklich, wie man da einfach auf komplett alles kann, wie man da auf jeden einzelnen kann, ich verstehe es nicht. Bekanntmachungen.de, so, das ist öffentlich und weil man ja sehen können muss, ob jemand pleite ist, sind wir mal draufgegangen. Ich habe nur zwei Einstellungen vorgenommen. Im Fontfeld, also im Datumsfeld, habe ich jetzt mal den Februar genommen, den 1. Februar, das müsst ihr auswählen. Und bei Nachname habe ich Ahadi genommen. Und guck mal, was da rauskommt. Ist hier irgendwie zufällig eine Ahadi-Pleite? Ja, da ist ein Ahmad Nadim Ahadi in Hamburg pleite, sieht man hier. Und wenn man auf die. So kann man sowas öffentlich einsehen. Das ist eigentlich auch mies, oder? Alle labern immer von Datenschutz und ich will nicht, dass irgendwas öffentlich gemacht wird, aber andererseits kann man sowas einfach einsehen. So. Also ist ja in unserem Fall, in dem Fall ist es jetzt zu Recherchezwecken, ist das schon lustig, wenn jemand die ganze Zeit von Millionen auf dem Konto labert, aber in Wirklichkeit insolvent ist, so weißt du? Aber was ist denn das, Alter? Wieso kannst du das einfach sehen? Die kleine Lupe draufklickt, dann kommt man ins Insolvenzregister rein und ich mache das jetzt mal größer. Wir lesen uns einfach mal ganz in Ruhe durch, was hier passiert ist, also öffentlich im Internet entsprechend auch zu sehen. Also, Herr Ahadi, 1994 geboren, selbstständig tätig als Webvideoproduzent, ist am 28. März 2022 ist das Insolvenzverfahren angeordnet worden. Ja, Bonität prüfen, aber jeder... Irgendein 13-Jähriger kann das jetzt ins Internet eingeben. Natürlich, ich will da irgendwelche Handelsregister, wo nicht jeder drauf Zugriff hat, dass man da sowas und da sehen können, dass Banken eine Bonität prüfen können. Nein, aber sicher, aber jeder? Einen vorläufigen Insolvenzverwalter und
das ist jetzt spannend, Verfügungen des Schuldners über Gegenstände seines Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam. Den Schuldnern des Schuldners, Drittschuldnern, wird verboten, an den Schuldnern zu zahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt ApoRed Geld schuldet, dürft ihr nicht mehr an ihn zahlen. Der vorläufige Insolvenzverwalter wird ermächtigt, Bankkute haben und sonstige Forderungen des Schuldners einzuziehen, sowie eingehende Geldner entgegenzunehmen. Die Drittschuldner, das alle, die ihm noch was schulden, werden aufgefordert, nur noch unter Beachtung dieser Anordnung zu leisten. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der Vollziehung eines Arrests oder einzelner Verfügung so gegen den Schuldner werden untersagt. Das ist so crazy, dass Mimi da einfach drauf gekommen ist. Es ist so krass, weil man halt wirklich, ey, er hat es ja, ApoRed hat es ja wirklich geschafft, mir irgendwie glaubwürdig zu verklickern, so nachdem er wiedergekommen ist, ja, ich bin jetzt hier in Istanbul, Eigentumswohnung so mäßig, ich lebe jetzt hier, ich habe meine Millionen gemacht. Ich dachte halt wirklich, dass er das so gemacht hat. So, weil man hat nie viel von ihm gesehen, aber sein Lebensstil sah immer krass aus, so. Junge, als ob alles so konstruiert war in seinem Leben, das ist doch crazy. Der hat irgendwelche Gucci-Schuhe gezeigt und hat die dann vorher auf irgendeiner Fußgängerzone hat er bei denen wie irgendwie gesehen und der, ey, Bro, Apo auf Trocken am Start. Ich weiß, du kennst mich. Willst du mir mal kurz deine Schuhe ausleihen? Ich muss einen Insta-Post machen, so nach dem Motto. Junge, wie kann man denn kein Geld haben, aber tun, als wenn man so überreich ist? Und das hat ja auch funktioniert. Was steckt da für eine Arbeit hinter? Sagt, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind, so. Das ist jetzt erstmal die Bekanntmachung. Offenbar ist hier seitens ApoRed das Privatinsolvenzverfahren eröffnet worden. Noch nicht eröffnet worden, aber zunächst mal ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestimmt worden. Was bedeutet das? Nun ja, wir haben uns hier mal den Beschluss angeguckt und es fällt eins ins Auge. Wir haben einen Insolvenzverwalter und nur noch dieser Insolvenzverwalter darf quasi Verfügungen vornehmen. Das heißt, nur noch dieser Insolvenzverwalter sagt jetzt, was ApoRed sich kaufen darf oder was er nicht kaufen darf. Und Dritte, die ApoRed was schulden, dürfen erstmal nicht an ApoRed selbst zahlen, sondern müssen an den Insolvenzverwalter zahlen. Ganz, ganz wichtig. Bei seinem letzten Video steht er am Ende vor seinem Auto, in das er nicht reingeht. Junge, ich dachte, oh, geiler Rangy, Alter, schnell Video abmoderieren hier. Yo, Leute, ich fahre jetzt nach Hause, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, danke, dass ihr den Vlog angeguckt habt. So. Okay, Uber. Richtig, damit ihr mit schuldbefreiender Wirkung zahlen könnt, müsst ihr jetzt an den Insolvenzverwalter zahlen. Und ich möchte euch auch mal kurz erklären, warum man normalerweise in eine Privatinsolvenz geht. Da sieht es so aus, dass der Ablauf des Insolvenzverfahrens, hier beispielsweise am Fall ApoRed, ist so, dass erst einmal, wie hier am 28. März, ein Insolvenzeröffnungsbeschluss gefasst wird, ja, durch den Insolvenzantrag bei Gericht. Und das Gericht, das prüft jetzt erst einmal, ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Damit aber in der Zwischenzeit ApoRed in diesem Falle nichts beiseite schafft, kann ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt werden. Also man weiß noch gar nicht, ob da genügend Geld da ist, um entsprechend überhaupt das Insolvenzverfahren zu eröffnen. Deswegen sagt man, pass mal auf, wir müssen jetzt jemanden haben, der für den ApoRed hier die Knete managt. Und das ist eben der Dominik Montag, ein Rechtsanwaltskollege von mir. Und der managt jetzt gerade das Geld von ApoRed und sagt, wer noch Geld von ApoRed kriegt. Und an den Dominik Montag muss er aktuell auch mal alles gezahlt werden. So. Warum? Um das Vermögen erstmal zu sichern, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird. So, wenn die Prüfung dann geschehen ist, ob es eröffnet wird oder nicht, dann kann das Insolvenzverfahren eröffnet werden und dann beginnt eine sogenannte Abtretungsfrist. Die kann ich euch auch noch kurz zeigen. Die ist auch sehr spannend. Und zwar ist die geregelt in 287 Absatz 2 Strafprozessordnung. So. Und bei dieser Abtretungspflicht, dem Antrag ist die Erklärung des Schuldners beizufügen, dass dieser seine fändbaren Forderungen auf Bezüge und so weiter, liest sie alles sehr kompliziert. Ich möchte es euch kurz in einfachen Worten erläutern, was diese wichtige Abtretungsfrist bedeutet. Für 3 Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, ist noch nicht eröffnet hier bei ApoRed. Das ist auch crazy, wenn du das mal überlegst, oder? Du kannst die größten Schulden machen, die du willst, Alter. Du kannst dich auf 300.000 Euro verschulden, absichtlich, und dann eröffnest du einfach ein 3-Jahres-Insolvenzverfahren, hast danach keine Schulden mehr. Und das Geld hast du irgendwo schön beiseite gepackt. Ich will nicht wissen, wie krass dieses System missbraucht wird, Alter. Wird aber eventuell bald kommen. Für 3 Jahre muss er alle pfändbaren Bezüge aus seinen Dienstverhältnissen an den Insolvenzverwalter abtreten. Das heißt, 3 Jahre lang muss er einen Großteil seiner Einnahmen als Angestellter an den Insolvenzverwalter abgeben. Damals waren es 6 Jahre. Insolvenzverwalter abgeben. Er darf monatlich 1.178,59 Euro
behalten. Das ist in der ZPO geregelt. Ich mir 850 CZPO. So, das ist das unpfändbare Einkommen. Das wird nur für ihn nicht so komplett relevant sein. Davon kann er sicher nicht mal ein paar seiner freshen Hypebeast-Sneaks kaufen. Er ist ja selbstständig als Influencer. Das heißt allerdings nur, wenn er im Laufe seiner Karriere jetzt noch einen Job annehmen sollte, bleiben ihm noch 1178 Euro. Den ganzen Rest gibt er an den Insolvenzverwalter ab. Das Gute ist, nach 3 Jahren ist er quasi schuldenfrei. Und das ist auch ein Trick, den ApoRed gerne nutzen möchte. Das hat er in seinem eigenen Video gesagt. Hey, super, dann haue ich einfach ab in die Türkei. Das gucken wir uns gleich mal an. Und bin dann hier schuldenfrei. Oh. Die Frist lag aber früher übrigens bei 6 Jahren, jetzt nur 3 Jahre. Das ist also eine praktische Nummer des Insolvenzverwalters. Seit Oktober 2020 gibt es das erst, dass man nach 3 Jahren schuldenfrei ist, wenn man sich wohl verhält. Das ist die sogenannte Wohlverhaltensphase aus 295 Insolvenzordnung. Und wohl verhält man sich nur, wenn man die Obliegenheiten entsprechend beachtet. Die sind dort geregelt. Der Schuldner muss während der Privatinsolvenz arbeiten, also er hat die Pflicht zu arbeiten. Er muss Lottogewinne beispielsweise abgeben. Und als Selbstständiger nach... Er muss Lottogewinne abgeben. Junge. 295a, mal gucken, ob ich den auch hier rausgepickt habe, ich glaube ja, als Selbstständiger, das gehört auch noch zur Wohlverhaltensphase, er ist ja Selbstständiger, muss er den Betrag an den Insolvenzverwalter abgeben, den er auch durch angemessene Anstellung verdient hätte. Das heißt, auch hier bleibt ihm als Selbstständiger nicht so super viel mehr übrig am Ende. Mit anderen Worten, er kriegt dann, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird, jemanden zur Seite gestellt, der das alles für ihn managt, damit seine Schulden, entsprechend wechseln. Und das hat also tatsächlich zur Folge, dass die Schulden verschwinden. Blöde für die Gläubiger. Ja, blöde für die Gläubiger. Sagen wir mal, ihr kriegt noch Geld von ApoRed, dann ist das doof. Wenn er das schafft, die 3 Jahre sich wohl zu verhalten, ja, dann ist er raus aus der ganzen Nummer. Ja, er schafft's, dann hat er gar keine Schulden mehr. Gibt ein paar Schulden. Ja, aber werden die Schulden nicht vom Staat beglichen? Hä? Schulden, Bußgelder sind dann nicht weg, die muss er noch weiter zahlen. Also wenn er jetzt geblitzt wird, ja, muss er weiter zahlen oder geblitzt worden ist, muss er Bußgelder zahlen. Und Unterhaltszahlungen, wenn er Kinder hätte oder so, die wären auch nicht so ohne weiteres weg. Aber die meisten Schulden wären weg. Und ApoRed sagt, naja, das ist doch ein geiler Move, dann sind auch alle meine Steuerschulden weg. Also offenbar hat er auch noch Steuerschulden und er hofft... Junge, als ob! Ist das ein ekelhafter... Oh, Junge! Oh, Mann! ...sich jetzt durch diese Privatinsolvenz auch noch die Steuerschulden loszuwerden. Auch da... Hey, Junge, ich dachte, dass das die Privatinsolvenz darstellt. Ich dachte, wenn du Schulden hast, dann gehst du in die Privatinsolvenz und der Staat zahlt deine Schulden. Hey, ich dachte, so läuft das. Hä? Wollen wir einen kleinen Blick reinwerfen und gucken uns jetzt mal ApoReds Steuermodell, Steuersparmodell an. Das hat er hier erläutert. Wenn man halt einfach den IMSI-Modus aktiviert, also wenn man einfach insolvent ist, dann siehst du ist mal. Das nicht der Fall. Dann das könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. Und ja, sorry, tut mir leid, wenn ich ein Fuchs bin und wenn ich schlau bin und wenn ich das einfach mache, aber Digga, gar keinen Bock, mich einfach abziehen zu lassen. Man kann also nochmal, um das zusammenzufassen, ich kann es gar nicht, das ist die entscheidende Stelle hier. Ich muss nochmal machen, dass ihr das auch... Das ergibt keinen Sinn. Halt, wieso labert der Typ so eine... ...den IMSI-Modus aktiviert. Also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. Und ja, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt jetzt hier, ich mache Privatinsolvenz. Hab den INSI-Modus aktiviert, das war ja das, was die Eingangsmessage war von Simon Unger an mich. Und von da an ist mir all sein Problem los. Der INSI-Modus, Leute, das ist hier die Nummer schlechthin, ja. Von da an gar keine Probleme mehr. Wir haben den INSI-Modus, haben die Knete, ja. Vielleicht sollte der ApoRed mal gucken, ob er vom Datenleck betroffen ist. Da braucht er nicht einen INSI-Modus, sondern will so noch die 1000 Euro bekommen. Aber Spaß beiseite. Geht das so einfach? Kann man einfach einen Insolvenzantrag stellen, um im Ausland dann selbstständig zu arbeiten und in Deutschland muss man dann keine Steuern zahlen, weil alles Dankeschön. Natürlich futsch ist, weil ich euch ja gerade so schön erläutert habe, wie das abläuft mit so einem Insolvenz. Ja, Mann, das ist der INSI-Modus ins Gefängnis. Insolvenzverfahren.
Naja, es ist also davon auszugehen, dass ApoRed jetzt schon, um überhaupt im Ausland Geschäfte machen zu können, einen Teil seines Vermögens ins Ausland gebracht hat. Denn wenn er mit Null startet, kann er natürlich auch keine Geschäfte machen. Und das ist übrigens auch etwas, was Mimi in seinem Video thematisiert. Schauen wir auch mal rein, was Mimi dazu sagt. Ja, und als das Gericht entschieden hat, ein Insolvenzeröffnungsverfahren zu starten, hat ApoRed auch die beiden Videos schnell entfernt. Denn vor einem Insolvenzverwalter, während man verschuldet ist, von Millionen und Milliarden zu sprechen und dass man Geld beiseite gelegt hat, um sich im Ausland niederzulassen, ist ziemlich dämlich. Ach, an dieser Stelle auch ein kleines Update zu dem nicht eingelösten. Ja, das ist tatsächlich, ja, hat er recht. Kann ich nichts anderes sagen. Das ist schon ziemlich dämlich. Das ist nicht clever. Und das schafft auch das nicht so ohne weiteres. Ja, also das hört sich tatsächlich so an, als wenn ApoRed da gerade einen Insolvenzbetrug zugegeben hat. Und neben Tim Jacken hatte mich Simon Unge drauf. Das ergibt keinen Sinn. Wie macht man das? Wieso tut man das? Warum gibt man eine Straftat zu, die einen stark belastet, einfach nur um irgendwie sein Reichtum Äußeres irgendwie aufrechtzuerhalten? Was hat der für Ego-Probleme, Mann? Hingewiesen, der hat das auch nochmal selber in einem Video thematisiert, dass das ihm etwas komisch vorkommt. Und es liegt nahe, dass sich ApoRed hier künstlich arm macht, um so keine Steuern zahlen zu müssen. Dafür hätte er aber besser mal meiner Meinung nach einen Blick ins 283 Strafgesetzbuch werfen müssen. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer bei einer Überschuldung, das scheint ja hier der Fall gewesen zu sein, oder bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit Bestandteile seines Vermögens, die im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehören, beiseite schafft oder verheimlicht oder in einer der Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise zerstört. Ihr wisst, dass Boris Becker das vorgeworfen worden ist in England. Nach englischem Recht gibt es das auch. Da hatte er unter anderem die Villa seiner Eltern in Lymen vergessen mit anzugeben. Ja, huch, so da war ja eine Villa. Ja, das sind doch nur 1,5 Millionen. Das vergisst man schon mal. Er auch zu sein. Er sagt, ich habe das alles ins Ausland geschafft, baue mir da mein Vermögen auf. Und das ist tatsächlich kritisch, denn das ist eine Straftat und man kann dafür 5 Jahre ins Gefängnis wandern. Wenn er sein Vermögen beiseite oder geschafft hat oder heimlich sozusagen ins Ausland gebracht hat, das wissen wir nicht hundertprozentig, aber die Vermutung liegt natürlich sehr, sehr nahe. Und er sagt ja, ich baue mir jetzt einfach die neue Existenz woanders auf, im Ausland und bin dann hier einfach straffrei. So, der Strafrahmen 5 Jahre ist ganz schön happig und so skrupellos und geplant, wie das Vorgehen durch ApoRed hier war, weil es ja auch noch schön von ihm dokumentiert worden ist, könnte man außerdem annehmen, dass die Straftat mit Gewinnsucht begangen worden ist. Wer um jeden Preis mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens Gewinn machen möchte, liegt nach 283a Strafgesetzbuch liegt ein besonders schwerer Fall vor. Und das könnte hier tatsächlich sein. Ja? Also aus Gewinnsucht handelt. Der sagt ja sogar, hey, ich habe einen coolen Trick, Leute. Ich mache hier einfach in den Insi-Modus und von da an weg. Und besonders schwerer Fall, bis zu 10 Jahre Haft. Ich meine, ApoRed hatte ja schon mal die 15 Tage. Ich weiß nicht, ob er danach nach dem Bomben-Prank glaube, der hat sich damit Währung bekommen hat. Aber jetzt selbst wenn er jetzt mit Prank kommen würde oder sowas, was ich einfach nicht glaube, weil dieser Prank einfach, weil der Prank wäre viel zu erwachsen, als dass man eine Masse dafür mobilisieren könnte. Ich glaube, viele raffen ja auch nicht so, weißt du? So viele glauben auch einfach, was er da labert. So, boah, krasser Typ. Dieser Nutzenfaktor von einem angeblichen Prank, der wäre ja gar nicht so groß, dass es sich für ihn lohnen würde. So die Strafverfolgung, die das jetzt mit sich ziehen wird. Und ich denke, dadurch, dass es jetzt auch durch die Christian-Solmecke-Instanz gegangen ist, so da werden jetzt Leute schon drauf aufmerksam geworden sein. So, und viele Leute haben auch Hass auf ApoRed, so. Die werden das auch der Justiz irgendwie zugeschickt haben, so. Also, das ist eigentlich extrem dämlich. Schon mal 15 das macht Tage keinen Sinn. Und der muss ja irgendwie krank sein im Kopf. Verhandlung erschienen ist. Aber das ist doch eine andere Nummer als nur 15 Tage. Das ist 10 Jahre, ist schon recht heftig. Er scheint also auf YouTube tatsächlich zugegeben zu haben, dass er sein Vermögen ins Ausland verschoben hat und also Insolvenz angemeldet, um Insolvenz anmelden zu können, um hier nichts mehr zu haben. Ja, das habe ich in YouTube Deutschland so tatsächlich so noch nicht erlebt. Es kommt außerdem hier noch ein weiterer Vorwurf hinzu, den ich euch auch rausgepickt habe, der 370 Abgabenordnung. Also wir springen hier durchs gesamte Steuerrecht mal eben in 20, 30 Minuten YouTube-Video durch. Aber muss sein, ich meine, das müssen wir rechtlich schon genau aufklären. 5 Jahre Haft, wer den Finanzbehörden unvollständige Angaben macht. Also auch das kommt noch hinzu. Wer Vermögenswerte ins
Ausland schafft, um hier keine Steuern zu zahlen. Ja, klassischer Fall, liebe Leute, der Steuerhinterziehung. Und man kann sich natürlich auch fragen, naja, wie sieht es denn dann jetzt mit der ganzen Restschuldbefreiung aus? Kann der sich einfach so ohne weiteres künstlich arm rechnen, der ApoRed, und sagen, ich habe ja hier nichts und habe ja am Ende dann diese Restschuldbefreiung? Nee, wir haben ja alles super geregelt in Deutschland und das gucken wir uns hier an. 297 Insolvenzstraftaten, geht weiter. Das Gericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag eines Gläubigers, wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen Schlusstermin und Aufhebung wegen einer Straftat der 283 bis 283c Strafgesetzbuch verurteilt worden ist, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten. Also, sollte es hier wegen der Insolvenzstraftaten, die ich euch gerade aufgedröselt habe, tatsächlich zu einer Verurteilung von ApoRed kommen, sieht es schlecht auch aus für ihn. Ey, ich wünsche mir für ApoRed wirklich nur, dass er einfach nur ein unglaublicher Laberkopf ist, der einfach, der ein großes Problem mit sich selbst hat und nicht wirklich die Dinge vollzogen hat und das einfach zugegeben hat. Das wäre einfach... Digga. Schuldbefreiung. Das heißt, dann ist nach 3 Jahren nicht Schluss, sondern der ist dann dauerhaft dran und muss seine Schuldner einfach dann bezahlen. Das wird eine harte Nuss für ihn werden. Dieses Video, was ApoRed da gemacht hat als Reaction auf das Mimi-Video, war ein Schuss nach hinten, ein Schuss in den Ofen. Der gute ApoRed und seine ganzen Luxusartikel. Apropos Luxusartikel. Liebe Leute, erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Jetzt ist vorbei, oder? Also gerne wieder. Ihr erreicht uns ja über alle möglichen Plattformen von Simon Unge und von Tim Jacken. Achso, er liest jetzt wieder von seinem Buch vor. Ja, gönnt euch sein Buch, ist ein guter Mann, aber das müssen wir uns jetzt nicht noch ganz angucken. Ja, gutes Video. Hat eigentlich genau das aufgezeigt, was ich mir eigentlich auch schon gedacht habe. So, da bin ich ganz glücklich, dass ich das auch richtig erkannt habe mit meinen menschlichen Hintergründen. Mein Allgemeinwissen ist tatsächlich unglaublich ausgeprägt. Nein. Aber ja, na mal gucken. Ich bin gespannt. Wir werden das auf jeden Fall alles auch wahrscheinlich öffentlich irgendwie in einer Art und Weise nachvollziehen können, weil er ja eine Person des öffentlichen Lebens ist und daher wäre auch so ein Prozess im Interesse des öffentlichen Lebens, so der im Interesse der Öffentlichkeit, und deshalb bin ich gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Ich wünsche ja niemandem was Böses, aber wer so arrogant dahin plappert und sagt, oh, ich bin der Krasseste, ich habe übertrieben viel Geld, ich habe das System, der muss halt vielleicht einfach wirklich mal vom System werden, um zu checken, dass man gar nicht so schlau ist, wie man immer versucht zu übermitteln oder wie man vielleicht sogar selbst überzeugt ist von sich.